Hallo und seid willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crysis 2 Maximum Edition bei Endstation. Bleiben Sie, wo Sie sind! Weg mit der Waffe! Identifizieren Sie sich! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Er ist ein Marine! Dr. Gould sagt, es ist Alcatraz! Gould? Diese Niete, was weiß der schon? Ganz ruhig! Lassen Sie ihn durch! Meine Güte! Ist da drin wirklich ein Mensch? Kumpel, Sie sehen aber gar nicht gut aus. Was ist mit Ihnen geschehen? Colonel Barclay wartet auf Sie. Hier entlang. Habt ihr Munition? Oh, verdammt. Können die gar nichts tun? Irgendwas muss es doch geben. Oh Gott. Das da drin ist meine Frau, Sie Schwein! Lassen Sie mich rein! Ich will zu ihr! Das ist nicht möglich, Sir. Ihr Scan zeigt eine Infektion der Phase 1. Das ist mir egal. Sie hat Angst und Sie lassen mich jetzt zu ihr. Was wollen Sie denn tun? Mich erschießen? Nein, ich erschieße Sie nicht, Sir. Aber wir haben Quarantäne unter militärischer Kontrolle. Und Sie werden sich fühlen. Kann ich da rein? Ach Quatsch. Ich will da. Verdammt, geben Sie mir eine Waffe. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Sie werden jeden Mann brauchen können, der mit einer Waffe umgehen kann. Kann ich nicht machen. Sie wurden soeben neu eingestuft und wir sollen sie sofort entwaffnen. Meine Güte, ich war einer von Ihnen. 9 Jahre. US-Armee, genau wie Sie. Bitte stillhalten, Sir. Ich bin ein Marine und Sie haben sich für den privaten Sektor entschieden. Ihre Privilegien sind erloschen. Okay, alles klar. Okay. Das ist doch Gegner oder nicht? In Weiß? Okay. Ich werde angepinkelt. Oh Gott, ist das schön. Schönen guten Tag. Guten Tag, ich bin. Ja, ich bin der Alcatraz. Dr. Gould, ich weiß Ihre Hilfe durchaus zu schätzen, aber das hier ist eine Militäroperation. Sie sind Zivilist und diese Stadt steht unter Kriegsrecht. Ja, und es läuft ja ganz prächtig. Schön, für dass Sie es geschafft Sie hören haben. Hören mir einfach nicht zu, Colonel. Wir sollten Alcatraz. Sie haben es geschafft. Gut, Sie an Bord, Sir Marine. Ja. Meine Männer halten viel von Ihnen. Scheiße, die meisten haben sogar Angst vor Ihnen. Er ist kein Frontsoldat, den Sie einfach nach vorne schicken können. Er steht jetzt unter wir meinem müssen... Kommando. Wir brauchen jeden Mann, um den Laden hier zu halten, bis die Evakuierung abgeschlossen Colonel? Ist. Colonel Pupsgesicht, kommen Sie bitte wieder her. Dr. Gould. Danke für Ihre Zeit. Sie werden mit dem Zug evakuiert, zusammen mit den anderen Zivilisten. Mehr kann ich im Moment nicht für Sie tun. Sie kapieren das nicht. Jack Hargreave hat auf all das die Antworten. Wir müssen sofort. Soweit wir wissen, ist Hargreave inzwischen tot. Die Evakuierung hat Priorität. Chino, bringen Sie ihn zum Zug. Sekunde mal, loslassen! Es tut mir leid, Dr. Gould. Wir haben dafür keine Zeit. Chino, zu den Zügen Sir. Mit ihm. Vorwärts, Doc. Wir müssen los. Alcatraz, Sie gehören zu mir. Mist, das habe ich nicht gesehen. Ich mag dich nicht. Okay. Ich wollte kurz sagen, hä? Hat er vergessen, dass er hier. Hä, er hat nicht mal nachgeladen? Ah. Ihr Freund Gould ist aufgetaucht und hat behauptet, er wäre Tara Strickland in dem Chaos entkommen. Blödsinn. Tara Strickland war eine dekorierte Navy SEAL, bevor sie abgestürzt ist. Sie muss ihn befreit haben. Aber warum sollte sie das nur tun? Ich weiß es nicht. Oh!
Sehen Sie sich die Leute an. Ich bin hier aufgewachsen. Jeder da unten könnte zur Familie gehören. Und wenn es hier so kommt wie auf Ling Shen. Verdammt! Hier funktioniert wirklich gar nichts. Ich war auf Ling Shen und hab Strickland sterben sehen. Als Terra davon erfuhr, ist sie zusammengebrochen. Alkohol, Drogen, unehrenhafte Entlassung. Ihr Vater dreht sich bestimmt im Grab um. Und jetzt arbeitet sie privat für Hargreave? Martinez, was ist denn? Sie stürmen die Haupthalle, Sir. Keine Zeit mehr. Kann ich vor Munition? Runter auf die Bahnsteige. Sagen Sie Dickerson, der erste Zug soll losfahren. Unsere Zeit ist gerade abgelaufen. Auf Kampfstation, Haupthalle. Verschaffen Sie diesen Leuten etwas Zeit. Schlag den Sam-Angriff zurück. Böser Junge! Na los, Mann, hier entlang! Schnell! Ja, Muni, Muni, Muni. I need. Ah, da, Muni. Ist hier nix. Oh Gott. Na los. Ich warte. Keine Muni mehr. Ah, geil. Ja. Nimm irgendeine scheiß Waffe, Junge. Auch leer. Na los. Nein. So, ja, das musste sein.
2000 Punkte darf ich dann hier einfach so liegen lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert mich, gebt auch noch rum, schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Herr Sparkley, an alle verbliebenen Marines in Midtown. Sekundäre Evakuierung wurde zum Times Square verlegt. Wir fliegen mit gepanzerten Senkrechtstarter-Transportern aus. Das Flugverbot über Manhattan wurde für diese Operation aufgehoben. Die Air Force wird uns nicht abschießen. Aber die Zeit ist begrenzt, meine Herren. Begeben Sie sich irgendwie zum Times Square. Wir können nicht auf Sie warten. Verteidigung wird 15 Minuten lang aufrechterhalten. Ich wiederhole, 15 Minuten. Danach sind Sie auf sich allein gestellt. Tschüss.